zurück im Euregium. Spektakuläres Tor von Dragan Skribic. Diese Abnahme verlängert im Fluge und die HSG Nordhorn liegt trotz allem zurück mit einem Türchen gegen den THW Kiel, der eine gute Leistung hier abliefert. Anschließend an die letzten Ligaspiele. Ich denke, der Pokal gegen Convestheim und auch der Euro-Auftritt gegen Bukarest waren da keine Gradmesser, aber wir haben gesehen, was sie leisten können beim Heimspiel gegen Essen, das zwar auf dem Papier nur Verlustpunkte gebracht hat, aber ein Gewinn für den Handball war. Das war eine tolle Standortbestimmung im Winter 2001. So, und somit kann es weitergehen. Die Kieler im Angriff mit Lozano, Löfgren, Bjerre, Pettersson, Wieslander am Kreis und Schäffler auf links außen. Freiburg für Löfgren. Stefan Olsson, das haben wir mittlerweile gehört, hat wohl Probleme mit der Muskulatur in der Schulter, im Wurfarm. Schmort deshalb untätig auf der Bank, aber Bjerre, finde ich persönlich, macht ein gutes Spiel. Robert Andersson. Ah, der Rückraum ein bisschen umgestellt. Robert Andersson mit der 3 hier unten am rechten Bildrand. Der zweite Schwede auf der rechten Rückraumposition. Und Glenn Solberg jetzt wieder im Aufbau. Ah, das ist unfassbar. 7 Meter für Dragan Skribic. Aber wie der diesen Ball noch unter Kontrolle bekommt. Also das ist im Angriff schon die Torgo Warnow, Kerbadek, Skripic-Liga. Ist auch etwas luftiger geworden. Ein gutes Spiel, auch im Abwehrverband. Er ist ja bekannt, dass er sehr körperlos deckt, sehr, sehr defensiv steht. Aber ich glaube, durch diesen Rhythmus, dass er nicht nur im Angriff spielen muss, sondern auch hinten abwehren darf, ist er gut drauf. Das ist ein Vertrauen, das ihm der Trainer gegeben hat, dass er in diesem Spiel auch umsetzt. Das war ja nicht immer so beim THW. Solberg hat wieder versucht, da schnell abzuziehen. Aber der Mittelblock war parat. Jetzt hat es Wieslander geschafft, einen wegzusperren da aus der Mitte, denn der Abwehrverband war vorher sehr aufmerksam und elastisch. Und 2 Tore vor für Kiel.
dafür, dass im Rückraum Platz ist. Aber die Rückraumakteure müssen eben auch den richtigen Moment finden zum Hochgehen. Sie müssen geholt werden, sie müssen ins Spiel gebracht werden. Und wenn sie aus der Bewegung kommen, dann kommen solche schönen Tore zustande. Eben das von Robert Andersson. Scheffler hat aufgelöst, wie die Handballer sagen, also jetzt als zweiter Kreisläufer da mit dabei. Und Bjarre. Andersson bekommt die gelbe Karte nach dieser Aktion gegen Wieslander. Und Löfgren signalisiert den nächsten Spielzug. Schmidt wieder dabei, Pettersson ist draußen. Klasse, viertes Tor von Morten Bjerre. Bjerre hat signalisiert, ich brauche mal ein bisschen Luft. Jetzt kommt Stefan Olsson wohl im nächsten Angriff. Blitzartig dieser Anzug. Wieslander ärgert sich, dass er den aus dem Stimmschritt abgezogenen Ball nicht verhindern konnte. Ja, vielleicht wirkt er auch ein bisschen zu passiv. Tore aus dem Rückraum von 7 bis 8 Meter erzielt. Ich glaube, das ist dann auch für einen klasse Keeper wie Fritz ein bisschen zu schwer. Da muss ein bisschen mehr Körperkontakt rein im Kieler Block. Das war Stefan Olsson. Entwickelt. Die spielerische Linie ist nicht mehr so ausgeprägt. Beide Mannschaften fighten, auch wenn es über Einzelaktionen gehen muss. Ja, das ist richtig. Der kämpferische Einsatz ist höher geworden. Aber das war zu erwarten. Es steht für beide sehr viel auf dem Spiel. Kiel will die unglückliche Niederlage gegen Essen vergessen machen. Man will natürlich weiter an Lemgo dranbleiben. Nordhorn braucht diesen Sieg, um nicht jetzt ein bisschen zurückzufallen. Die Saison ist noch lang, wir sind noch in der Hinserie. Aber es wäre natürlich fatal für Nordhorn, wenn man hier das vierte Mal zu Hause nicht punktet.
und eine schwere Rückserie ja vor sich hat, ne? Mit Spielen eben in Kiel, in Lemgo und so weiter. Lozano, auch das war seiner individuellen Stärke zu verdanken. Also da durchbricht bis an den Kreis. Löfgren. Ganz cool und abgeklärt. Kreis gegen Olsson. Der musste da erstmal wieder aufstehen. Jetzt kann es weitergehen. Nichts passiert. Thorsten Janssen hier unter Beobachtung des Bundestrainers. Heiner Brandt ist auch da. Thorsten ist heute noch nicht groß aufgefallen. Gut, das Gegenstoßverhalten von Nordhorn, wir haben das ja in der Statistik gesehen, 7:2 ist heute nicht so, wie man es von dieser Mannschaft gewohnt ist. Und so kommen beide außen, Janssen und auch Philipp, nicht so zum Zuge, wie man es kennt. Doch, wie geht es auf dieser Position jetzt weiter? Adrian Wagner hat ja das Pfeifersche Drüsenfieber erwischt. Der Linksaußen von Schwartau. Der hatte eigentlich gute Karten für die Europameisterschaft. Ja, aber ich glaube, das ist das kleinste Problem, was Heiner Brandt haben dürfte. Da ist ja neben Stefan Kretschmar mit Thorsten Janssen ein zweiter Mann zur Stelle. Da wären aus der Bundesliga sicherlich auch Spieler wie Kubitke oder mir zwar durchaus in der Lage, diese Rolle auszufüllen. Persönlich ist es natürlich schade für Adrian Wagner, er war auf einem sehr, sehr guten Weg. Schwieriges Tor für Martin Schmidt. Das war ein kleiner Winkel für ihn. Denn der Außen war zur Stelle und im letzten Moment hat er sich richtigerweise für die kurze Ecke entschieden. 18:17 für Kiel. Ist auf der anderen Seite. Das ist der wahre Hammer. Ja, er darf ohne Körperkontakt werfen und ich glaube, ist auch wieder so ein Tor von aus der Nahwurfzone, 8 Meter. Und dafür ist er einfach viel zu stark. Da muss der THW reagieren und muss viel aggressiver zu Werke gehen. Also die Halben ein bisschen früher raus oder weiter raus? Ja, auf jeden Fall den Körperkontakt suchen bei so einem Spieler wie Frode Hagen. Denn der marschiert nach vorne und wenn man ihn nicht angreift, ist es, wie wir es gerade gesehen haben, natürlich kaum zu halten. Stefan Löfgren suchte da die Lücke, aber Robert Andersson, das ist auch einer von diesen alten Schweden. Und
Neben ihm steht Ola Lindgren. Die kennen sich alle aus dem FF. Teilweise spielen die in Auswahlmannschaften schon seit 20 Jahren miteinander. Freiburg für Lindgren. Und das ist ja einfach für Jan Philipp. Kann die Kieler sagen, der stand noch gar nicht bei der Ausführung. Die Nordhorner erwidern, Ola Lindgren, der ist gehalten worden. Wie auch immer, Führung für Nordhorn, 19 zu 18. Das Torwart mit der Nummer 7, Jan. Jahre wieder dabei. Olsson ist blass geblieben, gehemmt. Aber das hängt mit seiner körperlichen Verfassung zusammen. Die Kieler sind schon körperlich ein bisschen angeschlagen. Auch Löfgren leidete unter einer fiebrigen Erkältung. Kräfte ein bisschen Kritik an den Schiedsrichtern, die, wie ich finde, aber gut die Partie im Griff haben. Sind beileibe keine Heimschiedsrichter für Nordhorn. Und die wurden hier vom Kampfgericht sozusagen als Ordner zur Ordnung gerufen. Ganz Rebic entwindet sich dem Griff von Klaus-Dieter Pedersen, der 2 Minuten erhält. Schon, das war keine blitzschnelle Nähaktion. Das Trikot, das er anhat, ist neu. Ja, zum ersten Mal 2 Tore Vorsprung für Nordhorn und jetzt der Ballbesitz. Und auch der Neue muss hinter sich greifen. Matthias Andersson für Henning Fritz im Kasten. Kann den 3 Tore Rückstand nicht verhindern. Das Publikum ist begeistert, das ist klar. Im Region wackeln die Wände, aber hier ist noch eine Viertelstunde Zeit. 3 Tore Rückstand, das ist für den THW allemal noch zu machen. Julio Fiss. Morten Bjerre sucht den Zweikampf, versucht den Freiwurf zu holen. Muss erstmal wieder gewischt werden. Jetzt die Luft zunächst raus. Ja, unter der Woche haben wir natürlich auch die zweite Liga. Alles muss noch vor dem Fest erledigt werden. Und in unserer Serie der
tollen Montagsübertragungen haben wir diesmal den Donnerstag für Sie. Bleibt Hannover vorne im Spitzentrio. Union Berlin, die ja selbst lange ganz vorne dabei waren, sind im Niedersachsenstadion auf dem Prüfstand. Und das war der 5. Fehlversuch von Julio Fiss, der noch kein Tor erzielt hat. Er wirkt im Moment schon so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Ja gut, dass er die spielerischen Elemente des THWs nicht beherrscht, er beherrscht ja auch die Sprache nicht. Das ist schon ein bisschen verständlich, aber er hat heute auch als Vollstrecker ja überhaupt kein Fortune. Das war, wie gesagt, der 5. Fehlwurf. Wenn er kommt, dann soll er werfen, dann soll er das Tor erzielen. Er hat vielleicht jetzt noch ein, zwei Möglichkeiten. Wenn nicht, wird wieder Lozano im linken Rückraum spielen. Löfgren auf der Mitte und Bjerre rechts. Das sind ja auch die Spieler, die spielerischen Elemente bringen. Wieder Frode Hagen. Der legt die Defizite auf den Halbpositionen gnadenlos offen. Vier Tore Vorsprung. Vor 5 Minuten stand es noch 18-17 für Kiel. Bjerre. Fiss. Jetzt ist er drin. Ja, wenn bei ihm jetzt das Eis gebrochen ist, dann kann er seine Kieler genauso schnell wieder ranbringen. Ja, aber der THW müsste sich jetzt in der Abwehr so ein bisschen steigern. Das ist heute nicht die Stärke. Da, ich habe es ja gesagt, da fehlt mir ein bisschen die Aggressivität gegen die Halbposition. Freiwurf für Solberg. Robert Andersson, das nächste Tor von der Halbposition. Der nächste Ballverlust. Jesper Larsson hat seine Position im Tor verteidigt. Auf der anderen Seite ist Henning Fritz wieder zurück. Hatte seine Finger da im Spiel. Aber Freiwurf für Skrivic. Schritte. Na, das wären, glaube ich, auch Schritte gewesen. Da hat der Keeper wieder die Hände im Spiel. Zehn Minuten noch im Euregium in Nordhorn. Es könnte die große Weihnachtsfete werden für die HSG Nordhorn. THW übrigens mit 2 Heimspielen noch in diesem Jahr. Das Derby gegen Flensburg am kommenden Wochenende und dann am 30.12. zu Hause noch gegen Wallau. Also es gibt noch eine ganze Reihe von Spitzenspielen im alten Jahr. Da kann sich noch einiges tun vorne in der Tabelle. Jansen mit dieser Unkonzentriertheit. Thank you.
wechselt Fiss wieder ein für Lozano. Wieder eine Fahrkarte. Obwohl er da, will ich sagen, frei war, aber schon den nötigen Raum besaß. Das sind jetzt keine guten Indizien im Kieler Spiel. Ja, man verlässt sich halt nicht mehr auf das Spiel, sondern man verlässt sich jetzt auf die Wurfkraft vom Fiss. Und da ist man heute ziemlich verlassen, weil die Quote ist ja nicht gut. Wenn man sie vergleicht mit Frode Hagen, dann ist das halt so. Und es ist schade, weil das Kieler Spiel, wenn der Ball läuft, natürlich wesentlich interessanter ist. Und wieder so ein super Tor von auch so ein Gezwirbelter von Dragan Skribic. Wunderbar. Jetzt auch. Sein in den letzten, was haben wir denn noch, 7,5 Minuten. Zwei Minuten für Hagen. Und Auszeit, ja. Auszeit von Keen. Winterautos jetzt bei www.autozert.de. Die Autobörse plus Magazin im Internet. Ich könnte das schnellste Feuerwehrauto sein. Oder dich in ein furchteinflößendes Monster verwandeln. Ich könnte sogar zum Mond fliegen. Aber welche Chance bleibt mir? In mir steckte ein Digitalfernseher. Der neue Sony Vega NS100. Interaktives Fernsehen für aktive Fantasien. Hi, habt ihr so ein Auto schon mal gesehen? Wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen, mobile.de, Ihr Automarkt im Internet. Da sind wir wieder im Euregium. Die Party geht richtig los. Und auch wenn Kiel jetzt Ballbesitz ist, Frode Hagen bekommt tatsächlich die zwei Minuten, das mussten wir ja beobachten, den Zeitpunkt der Strafe. Eingriffsmöglichkeit der Trainer durch die grüne Karte im Angriff, die kann schon viel durcheinander bringen, ne? Ja, zumal wenn man sehr, sehr lange wartet. Sonst hat man sie ja genommen im Ballbesitz, wenn der Gegner den Ball verworfen hat. Jetzt wartet man 15, 20, 25 Sekunden. Man ist kurz vor dem Zeitspiel und geht dann erst hin und zieht die grüne Karte. Und dann wird sie natürlich nicht jedes Mal gehört. Morten Bjerre, für meinen Geschmack war der zu lange draußen. Da
von Olsson erkennbar gehandicapt. Pierre ist heute derjenige, der den stärksten Druck entfalten kann im Rückraum. Und als er auf der Bank saß, da ging es mit dem THW ein paar Tore bergab. 6 Minuten noch und 4 Tore vor für Norton in Unterzahl. Jetzt ist der Arm oben, der Schiedsrichter, das heißt, das Zeitspiel droht. Freiwurf von Franjes, der Arm bleibt oben. Andersson muss werfen. Henning Fritz. Immer noch Überzahl für Kiel. Und 7 Meter für Petersen. 2 Minuten für Lindgren. Das kann noch lustig werden. 5 Minuten noch. Zunächst jetzt kurz die doppelte Unterzahl. Also Norton zu viert. Löfgren verwandelt. Weiter geht's zu 5. Franjes hat jetzt ergänzt. Andersson. Philipp. Das war klar, dass der diesen Weg suchen würde. Löfgren. Und Schmidt, jetzt geht's blitzschnell. Die Zeit ist angehalten, es bleibt dabei. 3 Tore Vorsprung für Nordhorn. Tja, was so eine kleine Zeitstrafe alles ausmachen kann. 4,5 Minuten noch. Skribic und Schmidt werden jetzt auf die Bank befördert nach dieser Ringkampfeinlage. Ja, Skribic hatte natürlich versucht, jetzt beim Einlaufen Schmidt mitzunehmen, hat ihn eingeklemmt. Schmidt hat sich gewehrt. Okay, ist natürlich schwer, weil es auch gegen den Ball war, für die Schiedsrichter zu erkennen. Nur die Reihen. Hat sich ganz schön gelichtet. 4-5 derzeit. Fehler von Philipp. Dreieinhalb Minuten noch. Pettersson kommt für Kiel. Löfgren, Pierre. Und Larsson. Ganz wichtige Parade gegen seinen alten Kollegen Johan Pettersson.
raus. Aber wer traut sich denn schon in der Situation noch den Heber anzusetzen? Das wäre ein probates Mittel gewesen. Drei Minuten noch. Philipp, Robert Andersson, Solberg. Kleiner, feiner Wechsel. Und wieder Jesper Larsson. Weiter geht die wilde Fahrt mit Christian Schäffler. Ja, sie müssen schnell abschließen, wenn sie noch eine Chance haben wollen. Wieder drei Tore. Der finale Siegesjubel der Zuschauer wieder erstickt. 2:20 noch. 3 Minuten waren's und da sah Nordhorn schon wieder sichere Sieger aus. Aber in der Zeit kann viel passieren. Zwei Minuten noch. Das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung aus diesem schwierigen Winkel. Behält er die Nerven, hebt. Jetzt sind es 4 Tore und nur noch 1,5 Minuten. Klaus Bredemeier, die HSG Nordhorn mit einer sehr ansehnlichen Leistung, vor allen Dingen in der Deckung in der zweiten Hälfte, haben sie hier Kiel ganz langsam, aber sicher das Wasser abgegraben. Ja, das ist so. Die zweite Hälfte war von der Aggressivität der Nordhorner Abwehr ein klares Plus gegenüber dem THW Kiel. Dazu die gute Leistung von Jesper Larsson, was aber mit der Zusammenarbeit der Deckung auch zu erklären ist. Der THW hat sich sehr stark auf Einzelaktionen in der zweiten Hälfte verlegt, weniger das Kombinationsspiel der ersten. Und gut, dann hat die Heimmannschaft halt Vorteile. Es ist jetzt auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Nordhorn. Für meine Begriffe war der THW in der ersten Hälfte besser, als es der Halbzeitstand ausgesagt hat mit 13:12. Da hätten sie höher führen können. Und dann bleibt am Ende wieder die Feststellung, dass sie einen super Handball spielen, aber jetzt in Nordhorn verlieren und zu Hause gegen Essen. Ja, die spielen sicherlich einen guten Handball, aber dann ist es meistens auch auf 7 oder 8 Spieler im Augenblick festgelegt, weil ja die Alternativen im Rückraum durch die Verletzungen oder auch so ein Gegenstoßspezialist wie Jakobsen fehlt. Nur wenn man es dann mit der Brechstange versucht, wie eben in der zweiten Halbzeit mit Fiss, und wenn es dann nicht klappt, dann wird es eng. Dann sind die spielerischen Mittel halt nicht da, der sichere Werfer ist nicht da und dann zeigt sich ein Gegner wie Nordhorn zu stark, ne? Ja, und für die Heimmannschaft war das in jeder Hinsicht ein Befreiungsschlag. Die wirtschaftliche Situation hat sich Knall auf Fall verbessert. Und das war eine gute Leistung gegen den Tabellenführer. Jetzt sind sie wieder dran an der Spitze. Das Spiel ist vorbei. Ich glaube, der letzte Treffer zählt noch. Henning Fritz hat sich da noch mal ziemlich aufgeregt. 28:23. 28:23. Jan Philipp verliert diesen Ball, stößt ihn noch mal nach und holt Henning Fritz von den Beinen. Gut, aber ich glaube, da war auch großes Maß an Frust noch dabei. So, durchatmen, verschnaufen, Dank sagen an Hotti Bredemeier. Wir haben ja schon vor der Sendung gesagt, wir sehen uns wieder. Hotti Bredemeier wird uns behilflich sein bei der Europameisterschaft in Schweden, bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Wir machen ein kurzes Päuschen und melden uns dann unten vom Parkett nochmal. Handball Live.
wurde präsentiert von BHW, Ihrem Finanzpartner, und bautipp24.de, Ihrem Bauportal im Web. Deutschland steht im Viertelfinale nach grandiosen Kampf. Der FC Bayern ist Meister! And the winner is Deutschland. Was? Es ist vollbracht! Erneut der Formel-1-Weltmeister. Und das heißt, Alba Berlin gewinnt zum fünften Mal in Folge die deutsche Basketballmeisterschaft. Fällt rein, der zählt. Deutschland ist im Halbfinale. Ein Kultclub ist zurück. Zickler geht rein und drin ist er! Das Sportjahr 2001 in DSF. Schön, dass Sie dabei waren. Frohe Feiertage, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Du gehst in dich. Du weißt, was dich erwartet. Du weißt, alles ist möglich. Und eins ist sicher. Jedes Spiel ein Endspiel. Die Handball-EM der Männer ab dem 25. Januar live in DSF. Das fängt ja gut an. Was wäre der Januar ohne den Budenzauber? DSF zeigt Ihnen die Hallen-Events in Bremen, Schwerin und Riesa in voller Länge. Hallenfußball in Fußball live ab dem 4. Januar. Live nur in DSF. Und jetzt Analysen zum Spiel mit bautipp24.de. Er war schon irgendwie der Mann dieses Spieles, Jesper Larsson. Frohe Weihnachten. Ja, danke. 2 Punkte gegen Kiel und dann ein neuer Hauptsponsor, der hier auf der Brust prangt. Schöneren Tag kann es kaum geben im alten Jahr. Nee, überhaupt nicht. Ich weiß, dass Bernd Richtering hat rund um die Uhr die letzten 2 Monate gearbeitet und ich freue mich für ihn. Wir wollen mal kurz noch ein Bild aus dem Spiel sehen, denn die Abwehr hat Beton angerührt von Nordhorn in der zweiten Hälfte. Und Jesper Larsson, der stand dahinter wie ein Fels, hat den Kasten zugenagelt und vor allen Dingen auch ein paar ganz wichtige weggenommen vom alten Kumpel Johan Pettersson. Ja, natürlich, das es hätte genauso einander sein können, aber natürlich Johan, der war heute nervös, sein erstes Spiel nach seinem Unfall und dann in Nordhorn. Es hätte besser kommen können für ihn. Wie groß war die Verunsicherung der Mannschaft vor diesem Spiel und vor der letzten Ansprache von Bernd Richtering? Ziemlich groß. Also wir wussten eigentlich nur, dass es weitergeht und dann haben wir 5 Minuten vor dem Spiel die neuen Trikots bekommen und dann, ja, Mercedes-Benz, Daimler, Chrysler, ja, nicht schlecht. Das heißt, euren Volvo müsst ihr in die Ecke stellen jetzt? Ja, ich fahre schon Benz. Okay, Jesper, jetzt mal zurück zum Sport. Ihr habt jetzt 10 Miese, ihr habt zwar ein paar Heimspiele verloren, aber ihr seid auswärts, auch in diesen Phasen, wo es im Umfeld viele Gerüchte gab, habt ihr auswärts fantastisch gespielt. Was kann denn die HSG aufbauend auf so einer Präsentation für alle im Umfeld noch leisten in der Liga? Ja, also auf Dauer wollen wir ja Meister werden. Ich denke, es wird schon dieses Jahr schwierig, aber in den nächsten 2 Jahre wollen wir unbedingt Meister werden. Mit dieser Mannschaft, denke ich, haben wir auch die Möglichkeiten dazu.
Nochmal zurück zu Ihnen. Peter Genzel ist Ihnen ja vor die Nase gesetzt worden. Jetzt hat sich ja das Verhältnis der Spielzeiten mit dem Spiel wieder ein bisschen für Sie gebessert. Ja, das stimmt. Es gab wohl eine Zeit, wo ich mehr Spielanteil bekommen musste. Jetzt heute kann ich überhaupt nicht meckern. Ich habe 52 Minuten gespielt, glaube ich. Und ja, ich bin zufrieden. Also heute hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Leistungen auch entsprechend gewürdigt wurden? Ich denke schon, ja. Naja, er kann natürlich offen sein heute, das ist ganz klar. So, wir können zu den anderen Ergebnissen noch nichts sagen, denn wir waren ein bisschen früher dran und das wird auch in der kommenden Woche so sein. Da sind wir noch früher auf Sendung am zweiten Weihnachtsfeiertag um 18.45 Uhr. Deswegen haben wir diese drei Ausrufezeichen gemacht. Die SG Wallau-Massenheim, dann gegen den SC Magdeburg. Schauen wir mal, was da unter dem Baum liegt. Hoffentlich so ein gutes Spiel wie heute Abend. Ich darf mich bedanken, dass Sie dabei waren und sage Tschüss aus dem Euregium.